Eines ist in der letzten Woche endgültig klar geworden, die Zeit des billigen Geldes ist vorbei, nachdem selbst die EZB, die lange mit Vollgeschwindigkeit auf eine Mauer zugefahren ist, aber gesagt hat, da ist keine Mauer, da ist keine Mauer. Jetzt hat man plötzlich gesehen, da ist doch eine Mauer und muss jetzt voll in die Eisen gehen. Das hat die Pressekonferenz von Madame Lagarde, die nebenbei gesagt eine ziemliche Blamage war, relativ klar gezeigt. Jetzt ist sozusagen die letzte der großen westlichen Notenbanken umgekippt und hat erkannt, okay, wir müssen die Inflation bekämpfen. Jetzt wird man also im Jahr 2022 Zinsanhebungen sehen. Damit ist die Zeit des billigen Geldes vorbei. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo die Notenbanken erkennen werden, oh, wenn wir jetzt noch weiter die Zinsen anheben, dann wirken wir die Wirtschaft ab. Also entscheiden wir uns, die Inflation vielleicht doch ein bisschen mehr laufen zu lassen. Das ist so ein bisschen wie bei Corona. Da ist man erst sehr besorgt und versucht mit drastischen Maßnahmen zu agieren. Dann sieht man, ja, die Welt geht nicht ganz unter, also lassen wir es laufen, bevor wir sozusagen die Wirtschaft komplett in den Lockdown schicken. Und so dürfte es dann perspektivisch auch mit den Zentralbanken und der Wirtschaft laufen. Aber noch ist es nicht so weit. Noch sind wir in dem Zyklus, wo jetzt eben erstmal die Zinsanhebungen kommen werden, wo erstmal die Liquidität weniger wird, die ja alle Boote nach oben gespült haben wird, aber dadurch, dass die Liquidität dann eher abgesaugt wird durch Zinsanhebungen, durch Quantitative Tightening, also da praktisch durch die Reduzierung der Bilanz etwa der Fed, spielen Bewertungen wieder eine Rolle. Und jetzt sind also alle in diesem Camp der Notenbanken, die jetzt die Zinsen anheben werden. Letzte Woche die Bank of England, nur die Chinesen, die sind noch ganz woanders. Die werden eher die Geldpolitik noch weiter lockern als zu straffen. Schauen wir uns zunächst aber mal an, was am Freitag passiert ist. Da waren ja diese etwas seltsamen Arbeitsmarktdaten. Durch die sogenannte Seasonal Adjustments sind hier massiv Jobs hinzugekommen. Wenn wir uns die Seasonal Adjustments schon mal für das gesamte Jahr 2021 anschauen, dann kann man eigentlich diese Daten komplett in die Tonne schmeißen. Das hat überhaupt keine Bedeutung, keine Relevanz mehr. Für die Märkte sind jetzt die Inflationsdaten das Entscheidende, auch wenn man natürlich stark reagiert hat am Freitag, denn die Renditen sind gestiegen. Also die Renditen für US-Staatsanleihen. Warum sind die Renditen gestiegen? Weil vor allem die Stundenlöhne deutlich höher waren als erwartet. Mal jenseits der deutlich besseren Zahl der neuen Stellen waren es eben die Stundenlöhne, die die Renditen nach oben getrieben haben. Und wir sehen, dass letztendlich hier diese Zahl eigentlich unerheblich ist, wie viele neue Stellen gekommen sind. Man hat ja Schlimmstes befürchtet. Es wäre auch wahrscheinlich nicht so toll gewesen, aber man vermutet eben, dass mit Omikron dieser Effekt eh vorübergehend ist, also keine große Rolle spielt, aber es erklärt so ein bisschen die Nervosität der Märkte am Freitag, die dann ja, was die US-Märkte betrifft, hochgegangen sind oder zumindest den Rückenwind der Amazon-Zahlen vom Donnerstag noch haben nutzen können, bevor es dann praktisch zum Handelsschluss ein bisschen wieder nach unten ging. Aber entscheidend ist eben hier Zinsanhebungen, Fed Rate Hike Probability. Im März 100%, im Mai 100%, im Juni 82%. Also man geht davon aus, dass zwei Zinsanhebungen absolut sicher sind. Das gilt als praktisch komplett ausgemacht und dementsprechend steigen jetzt eben auch die Renditen. Und jetzt im Fokus diese Woche letztendlich, das was wirklich jetzt an den Märkten zählt, sind die Inflationsdaten, die am Donnerstag kommen. Durchschnittliche Erwartung 7,3% oder die Medianerwartung 7,3%, 7,6 die höchste, 7,0 die geringste Erwartung. Wahrscheinlich sehen wir dann eine massive Rallye, wenn wir bei 6,9% reinkommen, aber 6,9% wäre ja auch eine ziemlich heftige Inflation. Also das ist das große Thema, das hier jetzt politisch und für die Notenbanken im Vordergrund steht. Denn wenn die Inflation so hoch ist, dann sind diejenigen, die ohnehin knapp bei Kasse sind, die ohnehin von der Hand in den Mund leben, eben gefährdet. Dann können die sich bestimmte Dinge nicht mehr leisten, können nicht mehr am Konsum entsprechend teilnehmen. Das ist die große Gefahr für die amerikanische Gesellschaft, die ja auf diesem Konsum basiert. Dementsprechend muss da agiert werden, dementsprechend ist eben diese Wende zu verstehen, dieser monetäre Klimawandel, den wir jetzt in den USA sehen, den wir in Großbritannien gesehen haben, den wir jetzt eben auch in der EU sehen.
Hier hat jetzt Knut, der Holländer, gesagt, ja, wir könnten also vielleicht im Oktober die erste Zinsanhebung sehen. Die meisten Analysten gehen davon aus, dass wir im September die erste und dann im Dezember die zweite sehen werden. Also wer hätte das gedacht? Noch vor kurzem hat Madame Lagarde gesagt, ja, na, also sehr unwahrscheinlich, aber nichts ist so unwahrscheinlich wie das Wahrscheinliche. Schauen wir uns jetzt mal hier diese hawkische Wende an. Es ist so, dass jetzt praktisch alle westlichen Notenbanken ja umgesteuert haben. JP Morgan sagt, bis April wird die Hälfte der Welt die Zinsen angehoben haben. Also man kann hier wirklich von einem monetären Klimawandel sprechen. Und wir sehen die Reaktion auch an den Märkten. Die negativ rentierenden Staatsanleihenrenditen sind um die Hälfte gefallen in 7 Tagen. Das ist extrem. Wir haben also jetzt keine 5 Billionen Dollar an negativ rentierenden Staatsanleihen mehr. Letzte Woche waren es noch über 10 Billionen. Also wir sehen, das geht richtig schnell. Und interessant ist auch, was jetzt im Junk-Bond-Bereich passiert. Also bei Unternehmensanleihen, die nicht so tolle Bonität haben, die sind lange auch auf der Welle der Liquidität geschwommen, weil man sich gesagt hat, ja, ist doch egal, die Liquidität wird schon Pleiten verhindern. Jetzt aber diese Zinswende, das wird den einen oder anderen Zombie, die eine oder andere Zombie-Firma vielleicht aus dem Markt kegeln. Dementsprechend steigen hier auch die Risikoprämien und das ist jetzt das, was man beobachten muss. Unternehmensanleihen minderer Bonität, HYG ist das Kennzeichen für das ETF, das diese Junk Bonds abbildet. Das ist immer ein Vorlaufindikator für das, was passiert. Und derzeit sehen wir, dass die Kurse dieser Junk Bonds fallen, mithin also die Renditen, die Risikoprämien steigen, während der S&P 500 sich wieder ein bisschen erholt hat. Wir sehen jetzt auch, dass die deutschen Anleihen zunehmend positiv werden. Alles ab 5 Jahre Laufzeit ist positiv, also nicht mehr negativ rentierend. Und wir sehen auf der anderen Seite hier eine Meldung zu Lieferketten. Ford hat jetzt 8 Fabriken praktisch geschlossen. Erstmal wieder wegen Lieferkettenproblemen, wegen Materialmangel. Also diese Problematik, die ist nach wie vor da, die letztendlich dann zu Inflation führt. Und diese Inflation, die zwingt die Notenbanken eben jetzt diesen Kurs zu fahren, den sie fahren. Wir sind jetzt in einer Art Uncharted Territory, wie hier ein Artikel von Lisa Abramovic beschreibt. Wir könnten jetzt in der Situation sein, dass die Sorge vor der Inflation eben die Notenbanken dazu bringt, so zu agieren, ohne Rücksicht jetzt auf die Märkte. Das war ja jahrelang anders. Da gab es den Fed-Put. Jetzt sehen wir, dass dieser Fed-Put nicht mehr gilt. Vielleicht sogar die Fed auf der anderen Seite steht. Nämlich indem sie sagt, wir wollen nicht, dass die Nachfrage noch weiter angeheizt wird. Natürlich will auch die Fed keinen Crash. Das ist gar keine Frage. Aber man versucht sozusagen einen explodierten Atomreaktor wieder kontrolliert runterzufahren. Dieser Atomreaktor ist die Inflation. Das kann eigentlich nicht gelingen, ohne dass man dann gleichzeitig die Wirtschaft abwürgt. Aber man hat eben noch die Hoffnung, dass das irgendwie gelingen kann. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, wo man dann sagen wird seitens der Notenbanken, also jetzt reicht's, wir werden die Zinsen nicht mehr anheben. Eine Welt, die so verschuldet ist, kann keine wirklich hohen Zinsen mehr verkraften. Was man tun kann als Notenbank ist, die Bilanzsumme zu reduzieren und so ein bisschen eben diesen Nachfrageimpuls ein bisschen zu dämmen, die Financial Conditions ein bisschen zu straffen. Und hier unten sehen wir mal den S&P 500, der vielleicht so eine Untertassenformation, Cup-and-Handle-Formation ausbildet. Also vielleicht kommt da irgendwas, was auch bullish ist. Also man kann diesen Chart auch durchaus, wenn man will, und Sie wissen, ich will das ja immer bullish interpretieren. Aber wir haben jetzt eben das grundsätzliche Problem Bewertungen. Hier eine Aussage eines Analysten, jetzt drücken viele Investoren den Reset-Button, weil Valuations sind eben sehr, sehr weit vorausgelaufen. Jetzt, wo die Zinsen steigen, können diese Valuations, diese Bewertungen teilweise nicht mehr gerechtfertigt werden. Und wenn die Fed jetzt die Zinsen anhebt, dann haben wir die zweithöchste Bewertung der Aktienmärkte ever. Zu einem Zeitpunkt, wo die Fed eben beginnt, die Zinsen anzuheben. Die höchste Bewertung stammt aus dem Juni 1999, damals mit einer Price-Earnings-Ratio, also im Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25,7. Jetzt haben wir 22,4. Also es ist eben eine Frage der Bewertung. Bewertungen werden jetzt wieder eine größere Rolle spielen.
Dennoch haben wir in der letzten Woche gesehen, dass die Aktienmärkte sich wieder erholt haben. Sie waren überverkauft. Wir haben 3,1 Billionen an Marktkapitalisierung gewonnen. Der Dollar ist deutlich schwächer geworden, weil der Euro so stark aufgewertet hat durch die hawkische EZB. Insgesamt sehen wir jetzt, dass die Marktkapitalisierung zu der globalen Aktienmärkte zum globalen BIP bei 137% liegt, immer noch sehr, sehr sportlich. Und wir sehen jetzt in der letzten Woche erstmals wieder sehr, sehr viel Geld in die Märkte geflossen, wie Goldman Sachs, in die Aktienmärkte geflossen, wie Goldman Sachs hier sieht. Massive net inflows into stocks this week. Wir haben jetzt auch im Januar auch wieder Zuflüsse gesehen an den Aktienmärkten. Allein geholfen hat es nicht so wahnsinnig. Das war der sechstgrößte Zufluss eines Monats ever, den wir jetzt im vergangenen Januar gesehen haben. Dennoch war dieser Monat sehr, sehr schwierig für die Aktienmärkte. Aber jetzt in der letzten Woche eben wieder sehr viel Geld hingeflossen. Allerdings ist das eher in nicht-amerikanische Aktien geflossen, wie wir hier sehen. Überwiegend in nicht-amerikanische Aktien, weil man sich eben sagt, naja, da bei der Fed ist die Zinswende schon mal klar, dann gehen wir vielleicht nach Europa oder gehen in die Schwellenländer nach Europa, weil eben dort ja bis Mittwoch letzter Woche oder Donnerstag letzter Woche ja eigentlich noch so schien, als sei die EZB nach wie vor im Leugnermodus, keine Inflation, wir geht schon vorbei, etc. etc. Erst dann durch das, was Madame Lagarde mehr oder weniger bei der Pressekonferenz gestottert hat, ist das wieder anders geworden. Deswegen auch der DAX unter Druck, der sich vorher sehr gut gehalten hat. Aber jetzt mit Aussicht, dass diese Zeit des ultrabilligen Geldes auch in der Eurozone vorbei ist, hat auch der DAX ein bisschen Probleme bekommen. Und Bewertungen spielen wieder eine Rolle. Und wessen Markt ist am teuersten? Der Amerikaners. Da sind die Bewertungen extrem hoch. Hier sehen wir etwa mal den Triple Q. Also praktisch den Nasdaq, wenn man so will. Selbst wenn der 50% korrigieren würde, wäre er immer noch in einem Aufwärtstrend seit seinen Tiefs vom Jahr 2009. 50%, der könnte sich also halbieren und wäre immer noch im Aufwärtstrend. Das zeigt so ein bisschen, wie die Dinge vorausgelaufen sind, wie krass die Dinge gewesen sind, wie extrem die Dinge gewesen sind. Und was man natürlich dann in einer Zeit der Zinsnormalisierung sieht, ist eben auch, dass sich die Exzesse an den Märkten wieder normalisieren. Wir hatten ja letzte Woche extreme Bewegungen, Meta abgestürzt, also Facebook, Amazon dann nach oben, massiv, zweistellig. Die Berichtssaison ist jetzt so in den letzten Zügen. 9% der Unternehmen werden in dieser Woche berichten. In der letzten Woche waren es 26, davor 32%. Und wir sehen, selbst wenn jetzt die Unternehmen, das ist unten die Grafik, dieser blaue Chart, selbst wenn die Unternehmen besser berichten, sowohl was die Umsätze als auch den Gewinn betrifft, dann wird das nicht mehr so richtig honoriert. Allerdings sind die Abstrafungen auch geringer geworden. Also wenn ein Unternehmen sowohl Umsatz als auch Gewinnerwartung verfehlt, dann ist der Abschlag nicht mehr so groß. Jetzt mal mit Ausnahme von Facebook, das hat richtig reingeknallt. Kommen wir noch mal kurz nach China, da sehen wir, dass die Aktienmärkte richtig gut laufen. China war ja praktisch offline jetzt eine Woche durch die Neujahrsfeierlichkeiten. Aktienmärkte sehr, sehr gut gestartet. Jetzt in dieses Jahr, wir hatten den Kaixin Einkaufsmanager Index, der ein Ticken besser war, aber dennoch 51,4 ist jetzt nicht grandioses Wachstum. Composite 50,1 und wir sehen, dass bei diesen Neujahrsfeierlichkeiten, wo die Leute ja reisen, massenhaft reisen, wir insgesamt 75% oder wir sind insgesamt unter 75% dessen, was im Jahr 2019 an Reisetätigkeit, also vor Corona gewesen ist. Also es ist schon deutlich weniger geworden, dennoch könnte das in Sachen Corona ein Risikofaktor sein. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass jetzt die chinesische Zentralbank massiv den Yuan schwächer gefixt hat, und zwar in Relation zur Erwartung war das die größte Abweichung ever. Also offenkundig will man hier mal ein Zeichen setzen. Auch das ist natürlich ein Beweis dafür, dass die Geldpolitik oder ein Beleg dafür, dass die Geldpolitik in China eher in die andere Richtung läuft. Und hier übrigens eine Meldung, jetzt Freitag oder Samstag war es, bei Bloomberg. Und normalerweise, was Bloomberg meldet, das kriegen alle Trader in den Banken etc. sofort auf ihre Station, ihr Bloomberg Terminal. Hier wurde eine halbe Stunde die Meldung gelassen, Russia invades Ukraine. Also Russland marschiert in die Ukraine ein.
Wenn so eine Meldung kommen würde, gerade bei Bloomberg, wie gesagt, da alle hängen an diesen Terminals dran, dann wäre wahrscheinlich eine ziemlich heftige Reaktion die Folge gewesen. Aber ich glaube, es war am Wochenende, beziehungsweise es war nach Marktschluss, 4. Februar 6.19 PM EST, also das müsste dann eigentlich 22.19 Uhr unserer Zeit gewesen sein. Eine halbe Stunde war das drauf, dann hat man es wieder weggenommen. Und abschließend, meine Damen und Herren, noch aus Deutschland, IFO-Institut, heute Morgen, Unternehmen wollen die Preise anheben. Neues Allzeithoch bei diesem Index, dass die Unternehmen die Preise anheben wollen. Hier heißt es, die Unternehmen geben die gestiegenen Kosten für Energie sowie bei der Beschaffung von Vorprodukten und Handelswaren an ihre Kunden weiter. Das wird auf die Verbraucherpreise durchschlagen. Damit konnte ja keiner rechnen, meine Damen und Herren, dass die Unternehmen die gestiegenen Kosten weitergeben. Ich habe gedacht, die sind so unglaublich human, gell? Das hat man sich bei der EZB auch gedacht und dann erst spät erkannt, dass das möglicherweise nicht der Fall ist. Dementsprechend steht man jetzt vor dieser Wand und hat schon ein bisschen eine Beule in Frankfurt. Jedenfalls deutet das darauf hin, dass wir, und das sagt IFO auch, wir werden noch lange eine 4 vor dem Komma sehen, auch in Deutschland, was die Inflation betrifft. Also das Problem bleibt. Dementsprechend wird die EZB, werden andere Notenbanken weiter agieren müssen. Wer wird profitieren? Gold, Silber? Das ist die große Frage, der sich jetzt angesichts der Inflation Rüdiger Born widmet in einer charttechnischen Analyse, die Sie unter dem Video verlinkt finden können. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diesen Tag und sage Servus und Ciao.